Wir starten jetzt in einem weiteren Kapitel zu den morphologischen Parametern. Das heißt, der erste Parameter, den wir besprechen wollen, ist die sogenannte Uferentwicklung. Und was versteht man jetzt darunter? Wenn ich jetzt sage, ein See hat eine Uferentwicklung mit der Zahl 1, also das ist eine dimensionslose Zahl, dann bedeutet das, dass das Ufer oder die Oberfläche dieses Sees kreisrund ist. Das heißt, je höher die Zahl, umso mehr Einbuchtungen habe ich, umso mehr Nischen habe ich wahrscheinlich auch für Organismen, für Pflanzen. Und das gibt mir schon etwas Indiz für die Morphologie dieses Sees. Und formelmäßig spricht man davon, dass es das Verhältnis der Uferlinie zum Umfang eines Kreises ist, der Seefläche entspricht. Klingt jetzt etwas kompliziert, aber mit der Erklärung, alles was größer als 1 ist, hat mehr Einbuchtungen, ist es, glaube ich, ganz gut verständlich. Das Volumen eines Sees ist eigentlich auch ein recht logischer Parameter, den man berechnen kann aufgrund der verschiedenen Tiefenschichten. Das heißt, wir bezeichnen das als Begrenzungsschichten, die man beliebig abtrennen kann. Natürlich auch je nach Tiefe des Sees, mache ich jetzt 1 Meter Stufen oder mache ich 50 Meter Stufen und berechne dadurch das Einzelvolumen, kann das dann aufsummieren auf das Gesamtvolumen des gesamten Beckens. Und dann spreche ich auch noch von der sogenannten mittleren Tiefe. Das heißt, die rechnet man über das Gesamtvolumen als Verhältnis zur Seefläche. Also Volumen durch A0, durch die Seeoberfläche. Die Volumensbestimmung eines Sees, dazu muss man eben die Morphologie wissen und die einzelnen Tiefenstufen definieren, wobei man das wie bei einem Zylinder dann berechnen kann und aufsummieren auf das Gesamtvolumen. Und dann spricht man noch auf die relative Tiefe an. Das heißt, es ist das Verhältnis in Prozent der maximalen Tiefe eines Gewässers zum mittleren Durchmesser des Sees. Klingt jetzt auch sehr sperrig, aber was habe ich von dieser Information? Ich kann damit eine Aussage machen über die Stabilität eines Gewässers. Das heißt, wenn ich ein, oder man kann es jetzt so bezeichnen, ein Gewässer ist relativ stabil, wenn sich der Wasserinhalt schwer mischt. Wenn ich jetzt ein sehr tiefes Gewässer habe, dann ist es als relativ stabil zu bezeichnen, wenn ich ein sehr flaches Becken habe, wo der Wind reingreifen kann und das permanent umwälzen, Bedingungen verändern, Temperaturen, Stoffkonzentrationen verändern, dann spricht man von einem eher instabilen Gewässer. Und da kommen auch die Begriffe Holomixis und Meromixis zu tragen. Das heißt, Holo steht für ganz, Mixis für mischen. Wenn jetzt ein See als holomiktisch bezeichnet wird, dann heißt es, dass der gesamte Wasserinhalt gemischt wird. Aber oft ist es so, dass Becken so ungünstig unter Anführungszeichen gestaltet sind, dass der untere Teil sehr schwer mischen kann. Dann mischt eben nur der obere Teil. Das heißt, da spricht man dann von einer sogenannten Meromixis, also nur ein teilweises Durchmischen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man vielleicht zu diesem bekannten Beispiel von einer Cornetto-Tüte geht? Wir kennen das, dass unten im Spitzchen etwas Schokolade ist. Das heißt, diese Schokolade wird sich schwer mischen. Die bleibt immer unten am Grund und dadurch wäre das ein meromiktisches System. Anderes Beispiel, wenn wir Seen haben, die aus Altarmen von Meeren entstanden sind, wo am Grund dieses Sees noch eine sehr hohe Salzkonzentration vorhanden ist, die das Wasser natürlich dichter machen und somit auch schwerer machen, dann wird auch dieser Teil dieser unteren Schicht kaum in den Mischungsprozess eingehen. So kann man sich das vorstellen. Und das ist auch wichtig für die gesamte Chemie eines Gewässers. Äh,
Natürlich gibt es auch Beziehungen zwischen Seegrößen und der maximalen Tiefe. Das heißt, wir sprechen hier von einer sogenannten Schichtung. Auch hier ist es ein altbekanntes Beispiel, wenn wir im Sommer schwimmen gehen, empfinden wir die Oberfläche als warm. Wenn wir die Beine baumeln lassen, dann sind die Zehen dann meistens schon in einem kühleren Gewässer oder in kühleren Schichten. Das heißt, diese Wassersäule ist geschichtet. An der Oberfläche erwärmt es sich und unten drunter haben wir dann kühleres Wasser. Und das ist ein sehr saisonaler Prozess, der speziell in Gegenden mit Jahreszeiten ausgeprägt ist. Und da haben wir schon die Grafik dazu. Wie kann man diese stehenden Gewässer jetzt einteilen? Stellen Sie sich vor, Sie schwimmen im Sommer an der Oberfläche, haben eine relativ angenehme Wassertemperatur. Das heißt, Sie schwimmen im Epilimnion. Wenn Sie dann eben die Beine, wie gesagt, baumeln lassen, sind die Zehen im Kühlen. Sie treten dann praktisch durch die sogenannte Sprungschicht, also da, wo die Temperatur die größte Schwankung erfährt. Das bezeichnen wir dann als Metalimnion. Und drunter befinden wir uns im Hypolimnion, diese kalte Schichte. Man kann es auch so bezeichnen, dass wir im Epilimnion, wo die Temperatur im Sommer natürlich wärmer ist, hier auch trophogene Prozesse vorliegen haben. Das heißt, hier werden Nährstoffe produziert. Es ist auch die euphotische Zone. Das heißt, in den oberen Wasserschichten dringt Licht durch, was natürlich für Organismen, welche Photosynthese betreiben, wichtig ist. Das heißt, Nährstoffe werden produziert, auch durch die Photosynthese, in dieser euphotischen Zone. Wenn die Nährstoffe dann in den tieferen Schichten abgebaut werden, spricht man von einer trophlytischen Zone, also eine Trophlyse. Nährstoffe werden verbraucht. Hier ist auch kein Licht mehr vorhanden. Das heißt, man spricht von einer aphotischen Zone. Diese Grenzschicht zwischen der euphotischen und der aphotischen Zone nennen wir Kompensationsebene. Und es ist diese Ebene, wo nur noch 1% Licht vorhanden ist. Die gesamte Wassersäule bezeichnen wir als pelagial. Also alle Organismen, die dann im Pelagial vorhanden sind, bezeichnen wir als Plankton. Alle Organismen, die auf der Uferbank sind, also auch im Litoral, bezeichnen wir als Benthos. Und dieser Bereich wird als Benthal definiert. Und der absolute Untergrund wird dann als Profundal bezeichnet. Hier nochmals im Detail erklärt, die Zonen eines Sees. Epilimnion ist im Sommer oben erwärmt, meistens bewegt durch Wind, Wellen, durch Aktivitäten, Badebetrieb, Boote, Schiffe, was auch immer. Das Epilimnion trennt das Epi vom Hypolimnion. Dort ist auch die Sprungschicht vorhanden, wo die Temperatur springt, unter Anführungszeichen. Und unten haben wir das Hypolimnion.